Das habe ich alles geschafft. Du wolltest in Zoom reingehen und dann rüberschmeißen. Ja, Wegen willkommen. YouTube. Ja, das ist er. Okay. Ist beides. Weil deshalb habe ich nämlich anfangen können, nicht gewusst, dass man aufnehmen kann und Facebook und live gehen. Dann braucht man es nämlich Oh. nicht suchen, sondern dann ladet Cool. es am Computer runter. Und das ist echt super. Weil sonst brauchst du wieder irgend so ein Programm zum Runterladen und blablabla. Das Das ist praktisch. ist praktisch, ja. Also ich habe es schon da. Die Ablenkungsimplantate. Ja. Yeah. Ja. Wovon lenken wir uns ab? Oh mein Gott. Sind wir jetzt schon live? Ja. Wahnsinnsbuch. Ja. Ein Wahnsinnsbuch, ja. Ein wunderschönes 19, Quatsch, 19, 2021, überlegt mal, wo ich gerade rumstoche. Und heute haben wir uns gedacht, Margarete mal ein bisschen zu löchern über ihren nächsten sechswöchigen Abendkurs, jeden Mittwochabend, in puncto diesem tollen Buch, Leben jenseits von Ablenkungsimplantaten, was ja nicht ganz so leicht einfach zu lesen ist in meiner Welt. Ja. Und ich ganz froh bin, dass Margarete das macht. Und jetzt, Margarete, fang mal an und dann werden wir dir ein, ja, hoffentlich nicht zu großes Loch im Bauch fragen. Ja, also die Ablenkungsimplantate ist ein Buch, das es, als ich 2013 mit Access begonnen habe, hat es es noch nicht auf Deutsch gegeben. Und so sind meine Englischkenntnisse, die eh relativ gut waren, immer besser geworden, weil ich musste mir einfach die ganzen Bücher reinziehen. Und das ist wirklich eins davon. Das alleine zu lesen, natürlich kann man es alleine lesen. Aber es ist nicht so, wie soll ich sagen, es ist irgendwie schwierig, jemanden Schwerer. zu lesen. Es ist schwerer, finde ich. Ja. Und für jemanden, der dann auch noch ein bisschen Fragen stellen möchte, ist es einfach total super, wenn man es miteinander liest und wenn man dann wirklich auch sagen kann, okay, das kann ich da ein Beispiel haben oder was ist da sonst noch möglich? Und wir haben ja nicht nur ein paar, ne? Wir haben ja welche, wo ich mir damals gedacht habe, was? Das soll ein Ablenkungsimplantat sein? Liebe? Diese allumfassende Liebe soll ein Ablenkungsimplantat sein? Genau das ist es. Ja. Bestehen ja die ganzen Filme aus Ablenkungsimplantaten. Das ganze Leben. Also wenn man nach Ab oder aus Ablenkungsimplantaten heraus lebt, dann ist es einfach die kleinste Briefmarke, dass man sie nicht einmal selbst an die eigene Postleitzahl verschicken kann. Das wäre so meine Mini-Schnellsterklärung für Ablenkungsimplantate. Du sitzt dort und oh, Wut, Zorn, Rage. Ich sage einmal alle. Wut, Zorn, Rage, Hass, Vorwurf, Scham, Reue, Schuld. Das sind die Kirchengeschichten meistens. Suchthafte, triebhafte, zwanghafte und pervertierte Ansichten habe ich selbst, glaube ich, dreimal gelesen, bis ich gewusst habe, ah, das ist ganz was anderes. Da geht es nicht um Pornos oder so, irgendwelche Sachen. Also suchthaft und triebhaft war so mein Ding. Okay, warum geht es denn da? Also da geht es wirklich um Dinge, wo wir uns selbst einfach bescheißen mit dem, was wir denken. Liebe, Sex, Eifersucht und Frieden. Leben, wer würde denken, dass Leben und Lebensweise, Tod und Realität eine Ablenkung ist? Angst, Zweifel, Business und Beziehung. Und Business und Beziehung hat ja sowieso niemand. Ne? Was ist das, Margarete? Nachdem ich ein Joy of Business Facilitator bin, haben wir ganz viel in den Joy of Business Kursen mit Simone Millers darüber geredet, dass sie nie aus diesem Ablenkungsimplantat Business funktioniert hat, sondern sie hat einfach immer gemacht, was ihr Spaß gemacht hat. Und dann haben mir die Leute gesagt, ja, aber du machst Business, das sollte man so, so, so und so machen und dann müsste man Erfolg haben und wenn man scheitert, muss man was, was nicht was. Und sie hat es immer anders gemacht. Und dann sagt Gary Douglas zu ihr eines Tages, möchtest du nicht Kurse geben darüber? Und sie sagt, was? Echt? Ich sage, ja, aber du machst Business. Doch, weil es dir Spaß macht. Und sie, ja, wer würde das nicht machen? Eben! Ich sage, du solltest Kurse geben. Also so sind da die ganzen Dinge zustande gekommen, ne? Weil irgendwer in Access dann völlig von den Socken war, was er für Fähigkeiten hat. Wenn wir alle, bitte?
Als ich zum ersten Mal so tiefer in dieses Büchlein reingeguckt habe, habe ich nur gedacht, oh, eigentlich lebe ich ja nur Ablenkungsimplantate. Was ist denn hier los? Das kann man ja immer in diese 24 reinpacken. Wo lebst du dann du? Ja. Und das ist so, so eintrainiert, so konditioniert, finde ich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, es ist, also wem überhaupt? Also es gibt Dinge, die ich in meinem ersten Foundation, den ich besucht hatte, 2013, gemacht habe. Wow, wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass es Ablenkungsimplantate gibt, dass es Vorbesitzer gibt, dass es, wenn man die 10 Schlüssel anwendet und so weiter und so fort, ne, dass es Intimität, dass es 5 Elemente der Intimität und 6 Elemente des Sex, okay, von was habe ich immer geredet? Also das ist, was haben wir alles zusammengeklumpt, wenn wir es jetzt immer mehr aufdröseln? Und diese Ablenkungsimplantate wirklich immer wieder anschauen. Also ich finde, das ist kein Buch, das man einmal lesen kann und weglegen. Das ist wirklich eins der Dinge, das da drinnen ist, wo Gary erklärt, er hat einen Stuhl. Und da kommt jemand mit einer Couch. Und er sagt, er möchte gerne neue Lehnen auf der Couch. Plüschlehnen. Und Gary sagt, da können wir keine Plüschlehnen draufgeben. Und die sagen dann, doch, wir wollen aber Plüschlehnen. Und Gerhard sagt, naja, wenn Sie Plüschlehnen wollen, dann müssen Sie vielleicht eine neue Couch kaufen. Die Couch ist nicht gemacht für Plüschlehnen. Und es ist halt so eine Diskussion hin und her, ist länger erklärt da drinnen, bis die dann sagen, okay, wir kaufen eine neue Couch. Das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt. Und das ist genau das, was wir mit dieser Realität machen. Wir wollen diese Realität beplüschen, anstatt einfach jenseits davon zu kreieren und nicht mehr alles abzukaufen. Das war so für mich, ja, sowieso klar. Ich kann nichts beplüschen, so wie ein Ablenkungsimplantat, das nicht funktioniert. Alleine Angst, ne? Wenn wir Angst nehmen, als schnelles Beispiel, ich war so, also von der Holding Graz weggegangen bin, so war schon so, das ist ein bisschen Angst, ne? Wie wird das Geld, wird das alles funktionieren und bis dann eben im Foundation die Dame gesagt hat, sag mal, ist das jetzt Angst oder ist das Aufregung? Und ich so, ups, ja, das ist Aufregung vor meinem neuen Leben. Und dann war so, okay, wenn ich die wirklich alle Intus habe und wenn ich die kapiere, dann ist wirklich was ganz anderes hier möglich. Du kannst Angst nicht vor dem Bocken. Du musst schauen, was drunter ist. Es geht nicht. Und das habe ich immer, dieses, was drunter ist. Das ist so, hä? Was ist da drunter? Ja. Also wovon lenkt es uns dann ab? Also von größeren Möglichkeiten sozusagen. Genau. Von dem, dass du weißt, dass Angst ist eine Lüge. Oder Wut, Zorn. Da steckt immer Potenz drunter. Also zum Beispiel bei Wut und Potenz ist es so, als kleinen Kindern wurde uns gesagt, ne, sei nicht so wütend oder sei nicht was, was nie was. Ne? Und dann haben wir gedacht, wir sind nur wütend. Na, darunter ist eine Riesenpotenz. Und diese Potenz haben die anderen schon nicht ausgehalten, als wir Kinder waren. Wenn wir da dann schauen, okay, wir können schon, also wir können sagen, mal Bock im Brot und schauen, was ist alles darunter. Aber wenn wir dorthin schauen, was ist die Lüge darunter? Dann können wir es wirklich ändern. Das ist ja. Margarete, du hast vorhin gesagt, mit einmal lesen ist das ja ein bisschen sehr wenig. Da stimme ich dir toll zu. Du machst doch mit Aufzeichnungen, dass man es immer wieder hören kann, oder? Ja, freilich, freilich. Das Einzige, was wir nicht dürfen, ist, wir dürfen nicht komplett das Buch durchlesen, aber wir lesen Teile davon und natürlich gehen wir drauf ein, was ihr für Fragen habt, ne, was bei euch so los ist. Das ist ja das Wichtige dran, wirklich hinzuschauen, hey, was ist bei mir los? Was ist wirklich, warum habe ich da Wut? Warum Schuld? Schuld ist ja so ein nettes Thema. Ne? Warum fühle ich mich immer schuldig? Das ist einfach... Wie viel Energie wird da gebunden? Ja. Eine Energie, die nicht gelebt werden kann, weil immer diese Themen aufpoppen. Ja, das ist es wirklich.
Wenn du dich in einer Situation wiederfindest, die du scheinbar nicht verändern kannst, hängst du vielleicht in einem Ablenkungsimplantat. Na, wie oft sagt man, ich kann das nicht ändern. Ne, ein Ablenkungsimplantat ist etwas, das energetisch, und das ist das Wichtige, energetisch in deinem Universum fest verwurzelt ist. Und wie angelegt. Na, wie der Zahn, der noch nicht heraus ist, als wir klein waren, aber er ist bereits angelegt, aber wir können ihn noch nicht sehen. Er ist da. Gute Metapher. Ja. Und das ist das, wo wir dann einfach, manchmal triggert uns irgendwas, dass man immer, gerade in Beziehungen, wenn der eine das sagt, hat der andere schon, okay, das könnte schon zustechen. Das ist wieder das Gleiche wie immer. Anstatt einmal zu sagen, hey, da müssen wir ganz woanders hinschauen. Da müssen wir ganz was anderes auflösen. Und ablenken, genau, das ist auch ganz wichtig, sind dazu gemacht, oder ein Grund, warum wir glauben, keine Wahl zu haben. Wir glauben es nur. Aber wir haben Wahl in jedem Moment. Und wenn man nur so klein beginnt, mit in der Früh habe ich die Wahl. Trinke ich einen Kaffee, trinke ich Tee, trinke ich Wasser, trinke ich nichts, esse ich was, esse ich nichts, ziehe ich die grüne oder die blaue Unterhose an oder die weiße oder nichts. Die Wahl ist immer da. Wir glauben, glaube ich, manchmal einfach nicht, dass wir Wahl haben. Oder wir, ja, es ist uns nicht gelehrt worden. Das oder das, ne? Zwei Wahlen sind schon viel. Mit dem können wir wirklich, wirklich, da sind so viele Werkzeuge noch dazu drinnen, die man in einem Foundation zum Beispiel kann man das nicht abdecken. Ne? Da geht man 4 Tage durch das ganze Foundation-Manual. Das ist super, aber ein Buch mit wie viele Seiten hat es? Mit über 200 Seiten kann man einfach nicht in einem Foundation abdecken. Deswegen ist einfach super cool, wenn man das noch mit jemandem gemeinsam macht oder ja, einfach viele Fragen stellen kann. Und 6 Wochen eben deswegen, damit man auch Zeit hat, wirklich zu sagen, hey, was ist da? Und es gibt da eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe, wo wir auch immer weiter, also wo wir die 6 Wochen auch miteinander in Verbindung sind, wenn irgendwas auftaucht. Schön. Dienstagabend geht's los? Nee, Mittwochabend geht's los. Mittwochabend geht's los, genau. Ich freue mich riesig darauf. Ich werde den Link nachher noch drunter posten zur Anmeldung. Ja. Danke. Und wenn Fragen sind, einfach fragen. Einfach. Ich bin schon gespannt, ja. Also ich merke halt immer, wie gewohnt es ist, einfach in die ganzen Ablenkungsimplantate zu gehen. Und dann merkt man es gar nicht oft. Und dann, erst wenn man wieder darüber redet, da war ja, und das war es ja auch noch. Okay, das gehört ja auch noch dazu, weil es halt auch viele sind, ne? Also es sind echt viele. Ja. Oder aus allem kann man ja ein Ablenkungsimplantat machen. Das ist gut, aus allem kann man Ablenkungsimplantat machen. Ja, und also wir werden wahrscheinlich, aber sicher auch über Körperprozesse sprechen, weil das sind einige Körperprozesse, ich glaube, es stehen welche drinnen, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber einfach, wo man mit Körperprozessen auch ein bisschen helfen kann, das auch aus dem Körper loszubekommen. Naja, die Bars sind doch dafür perfekt, Margarete. Sowieso, Bars immer, Symphonie der Möglichkeiten, Sitzungen oder Austausche oder ja, die Körperprozesse auch. Ich will sie nur jetzt nicht alle da nennen. Nein, ist klar. Vielen Dank, Margarete. Danke sehr für euer Mittwoch. Ich freue mich drauf. Sein und ich freue mich echt schon riesig drauf auf unser 6-wöchiges gemeinsames Auflösen. Danke. Ciao. Ciao.